Wo ist denn jetzt? Ah. Alter, wie ich einfach vorbeischieße. Bullenhai-Testosteron. Ja. Hier. Oh nee! Er gleicht einfach aus. Ich glaube, ich habe gerade voll gezittert, ne? Es ist phänomenal. Vor allem. Eieiei. Ich habe eine kugelsichere Weste an, das muss ich. Oder ich hatte eine an. Ich bin hier einfach mal nicht im Geschehen, ne? Rudi wird die ganze Zeit pulverisiert, was ist denn da los? Tja, ich habe wohl eine Testosteron gefressen. Ich bin unbesiegbar. Unbesiegebild. Ach, oder doch nicht. Das ist aber auf die Distanz mit Schrotflinten ziemlich kacke. Ein bisschen, ja. Cool. Alter, ich... Ich glaube, Rudi hat keine Vorteile durch seine Lags. Nein, ihr laggt nicht, aber ich treffe euch die ganze Zeit, aber ihr kriegt keinen Schaden. Also laggen wir doch. Nein, ihr laggt nicht, aber ihr kriegt keinen Schaden. Ach, das ist so kacke, ne? Du hast die Sicht rechts da dran vorbei. Du siehst einfach dann nur die Wand erstmal und du siehst mich dann schon. Das ist richtig kacke. So. Run! Hast du jetzt Schaden gekriegt oder ne? Kleines bisschen, ja. Und du triffst mich zweimal, ich bin down. Das ist natürlich doof. Alter, ich hab dich voll getroffen! Aber du reagierst einfach mal nicht. Ich hab Testosteron wieder gefressen. Ja. Aber ohne Spaß, ne, hast du wirklich. Donnerwetter! Du willst halt Testosteron, okay! Nein! Nein! Oh. Nee, nee. So nicht, Kollege Turnschuh. Alter. Oder so doch. Oh nee, Mann. Schätze rein, du machst jetzt hier keinen Kill. Komm du mir mal nach Hause. Nein, ich musste auch nachladen. Scheiße. Oh ja, jetzt geht's hier los. Oh, aber weißt du, ich hab dich einmal mehr gekillt, ne? Und trotzdem hast du einfach Rudi viel öfter gekillt. Ja. Ich glaube, es geht hier los. Das heißt, Rudi muss sich auch übelst verarscht vorkommen. Schieß voll vorbei, ne? Ich auch. Oh nein! Nein! Oh nein! Wo bist du? Okay, das wird nix. So, Rudi, entweder du lässt mich gewinnen oder du lässt Richard gewinnen. Lass mich gewinnen. Ja, Mann! Ja, Mann! Jetzt wegrennen! Lauf, Schlampe, lauf! Lauf, Schlampe, lauf! Nein! Oh nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ja! Das kann nicht wahr sein! Es kann einfach nicht wahr sein! Ah, nein! Bitte nicht! Ah, aber du hast verdient gewonnen. Muss man einfach so sagen. Ja, ja. Das geht. Ah, fuck! Ich hätte es noch reißen können. Aber ich glaube, Rudi hat einfach durch seine Lags übelste Nachteile. Ich hatte null Lags. Das ist totaler Bullshit. Na klar hast du Lags, wenn du uns triffst, aber... Boah, jetzt auch kein... Nein, ihr laggt aber vom Laufen her nicht. Kein Modus. Nee, aber es geht ja darum, dass wenn du eine Kugel abschießt... Ja, klar. Ja. Kugel nochmal zeigen, du brauchst es zu üben. Gerade leckt, glaube ich, mein Internet einfach mal übel. Ja, deine Sprachqualität ist auch gerade ein bisschen am Abnehmen. Ja, genau. Weil bei dir war es genauso. Hier machen wir jetzt diesen Überlebenskampf zu dritt.
ja. Ja, übertreib direkt mal. So. Job spielen, von Rockstar erstellt, ja. Überlebenskämpfe, da. Schrott und Knochen, oder? Hast du irgendeinen Vorschlag, oder Rudi, du? Ja. So. Schrott und Knochen, mal gucken, wie es läuft. Hier, Andreas, kennst du die? Oh, geh mal weg hier, geh mal weg hier. Weiß nicht, ob ich die kenne. Ich werde sie ja kennenlernen dann. Ach, alter LOL, das ist gar keine Rampe, fickt euch doch. Ja, es sah von Weitem wirklich so aus. Meine Freunde, GTA spielen, ja. So, ihr seid eingeladen. Jo. Oh fuck. Und er fällt noch runter. Es ist aber einfach mal wirklich, was ich jetzt übrigens noch sagen wollte, ne? Ich denke mal, es lag einfach daran, dass Rudi, wenn du eine Kugel abgefeuert hast, es hat geleckt und deswegen hat es uns nicht direkt getroffen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Bei Schrot merkst du das ja auch nicht, weil das ja streut, ne? Also ja. Irgendwie triffst du ja immer so ein bisschen, aber halt, ne, dann nie so machst du halt nicht den meisten Schaden. Ja. Naja, wobei ich glaube, das ist schon so, dass wenn du dorthin zielst, dann machst du damit den meisten Schaden. Ja, deshalb. Aber halt nicht den Maximalschaden, wie du machen könntest. So, Andreas, wo gehst denn du immer hin? Ich hab keine Ahnung, hab das Ding noch nie gespielt. Okay. Da würde ich dir empfehlen, entweder versteckst du dich hinter dem Container jetzt, wo Rudi gerade lang geht. Ja, also hier hinten. Ja. Nimm dir den Container. Also versteck dich jetzt irgendwie hinter dem Container. Entweder nach links oder nach rechts. Kannst du dir jetzt raussuchen. Ich nehme jetzt links. Okay. Oh. Rudi, wir decken hier hinten ab. Andreas, du musst nur aufpassen, dass dort auf der Straße nichts kommt. Und halt dort hinten auf deiner Seite allgemein. Ja, ich pass auf, ich versuch's. Nee, mit Schall einfach am Stissel. Lol, lecken die bei dir auch, Rudi? Ja. Ist ja mal richtig Premium. Null. Ist nichts los. Lecken die bei dir nicht? Nö. Okay, das ist ja Premium. Bei mir lecken die teilweise. Scheinbar ist mein Internet einfach mal scheiße. Kann das sein? Es ist immer möglich, aber... Okay, jetzt hat Rudi einfach mal vorbeigeschossen. So, das ist der letzte. Yeah, Bill 1. Geschafft. Ich habe 3 Kills oder so. Ach, 5 sogar. Naja, gut, aber man muss sagen, bei dir kommen später ganz viele Leute. Das ist dann ziemlich kacke. Kriegen die Granatwerfer in die Fresse oder so, weiß ich noch nicht. Ein Helikopter kommt auch noch. Ja, die kriegen Granatwerfer in die Fresse. Hier, ich hab dir jetzt übrigens gerade gar nicht zugehört. Was hast du vor uns gesagt? Du hattest GTA noch nicht auf der Konsole, oder? Doch? Doch. PS3. Aber, ne, online kaum gespielt. Achso, du hast jetzt alles auf dem PC sozusagen, deine ganzen Level erspielt. 50 Level jetzt so ungefähr auf dem PC. Ach so. Auf PS3 war ich Level 30, glaube ich. Naja, also hast du doch Großteil meiner Sachen. Also hast du doch so ein bisschen auf der PS3 gespielt, weil 30 Level sind ja schon ein bisschen was. Ja, ja. Ja, 30 Level, da brauchst du schon, das ist nicht, das stimmt schon, das ist nicht mal so gut. Aber trotzdem, ich habe auf der PS3 nicht wirklich viel gespielt, muss ich sagen. Ich habe ein wenig mit Siebs LP mal gemacht, als der dort im Stream gespielt hat. Sag mal, weißt du, ob Siebs LP von YouTube so lebt oder ob der das nur so... Der lebt eigentlich davon, aber das kann er mittlerweile nicht mehr. Geht er jetzt arbeiten, oder was? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann er nicht mehr allein von YouTube leben, das funktioniert nicht. So wenig Klicks, wie der bekommt, geht das nicht. Lol, was war denn das jetzt? Ich hab den eher noch gekillt jetzt. Durch die Wand, oder was? Nein, ich bin über die Wand rübergeguckt. Du Hacker!
Erstmal hier Money einsammeln. Mach dich für die nächste Welle breit. Mission geben, richtig. Also, ich habe das Gefühl, seitdem ich das auf PC spiele, geben Missionen viel mehr Geld, als es noch auf der PS3 war. Ich weiß jetzt nicht. Weißt du, wie viel so ein Überlebenskampf bringt, wenn du den bis Level 10 durchspielst? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nur, dass es für so eine Mission auf schwer teilweise bis zu 24.000 gibt. Naja, ich habe früher auf der PS3 gab es immer so 20.000 für so einen Überlebenskampf, Level 10. Und auf der PS4 gab es dann zuletzt, wo ich noch gespielt habe, 30.000. Aber wie das jetzt auf dem PC ist, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Deshalb, das werden wir dann wo rausfinden gleich. Wenn wir das schaffen. Genau. Wovon träumst du sonst so? Ach, von hübschen Frauen und von ganz viel Geld und. Ich glaube, ich muss mir dann ein anderes Versteck suchen. Einfach immer schön in die Fresse schießen, wenn man los. Okay. My money hier. Ich will nur meine kugelsichere Weste haben. Irgendwie verliere ich gar keine kugelsichere Weste. Ich krieg kein Damage. Übelst. Ja, du fängst es alles ab oder was? Ja, ich muss mir ein anderes Versteck suchen, wenn ich überhaupt so weit komme. Ja, da search mal. Hilfe! Lass mich mal durch. Andreas! Ah, bitte? Bist du jetzt außen lang gelatscht oder was? Ja. Alter, Heliceptor. Herr Rudi? Hat irgendwer sich... Vor euch. Der hat jetzt die Panzerfaust irgendwie gesammelt? Ja, meine. Ich. Okay, Rudi. Ich hab den Piloten eigentlich abgeschossen, so. Jetzt auch. Eine Seite ist momentan recht langweilig. Ja, Rudi, das ist. Deine Aufteilung dort hinten ist jetzt nicht so geil. Na, warum? Weil hier kommen jetzt viel zu viele. Ich krieg die gar nicht alle. Also, jetzt geht's noch, aber in der nächsten Runde wird's schon scheiße. Ja, ich fange auch die alle hinter dem. Hinter der Mauer kommen ab. Okay. Ja, zum Beispiel. Okay, gut, wenn du das so machst, dann wird das was, okay? Schön ist Welle es, wenn... Vier. Schön, ich hab einen Kill. Schön ist es, wenn Andreas die von der Straße wegfängt, sodass sie nicht bei mir ankommt. Ja, da kann ich nicht für garantieren, wenn du da so offen stehst. Ja, aber wo soll ich mich sonst hin verbarrikadieren? Wo sind die? Weiß ich nicht. Im Boden einbuddeln oder so. Wie so ein Okay. Ich hätte jetzt gern mein Auto. Kann ich mein Auto rufen? Nee. Ich? Das geht im Überlebenskampf leider nicht. Das wäre so geil. Dann hätten wir nämlich easy win. Vor allem die kommen ab der Welle jetzt immer von einer Seite, ne? Und dann kommen sie von der anderen. Also auf einen Schlag mehr nicht. Okay, geht wirklich nicht. Scheiße. Komm, Auto. So, Rudi, du kriegst jetzt gleich ein bisschen Arbeit, weil die spawnen gerade hier hinter der Mauer so ein bisschen. Ich merk schon. Wäre also nice, wenn du die da abknallen könntest. Ruhig. Sehr gut. Und jetzt natürlich noch so ein Vierter, der dort irgendwie in dem Haus da drüben steht. Wäre natürlich Premium. Ja. Uiuiuiui, jetzt kriegt Richard Arbeit hier. Ich nicht. Ich auch nicht. Heißt am Ende mehr Gewinn für mich, hab weniger Munition verballert. Ja. Oh.
sammle ja die ganze Zeit Munition auf, ich versuch's zumindest. So, und da hinten jetzt noch der letzte? Nee, nicht der letzte. Andreas kriegt noch was. Stirb doch mal da hinten, Mann! Stirb mit Ü? Ja. Ja, da ist er. Also lol, da ist noch einer. Lol, da sind noch mehr drin. Summer! Was ist denn da los? Ich geh jetzt dahin. Schalte den verbleibenden Gegner aus. Ja. Ach, den mach ich dich feuern unter den Hintern. Wo ist denn der? Haben. Schön. Welle 5. Welle 5 ist ja noch easy, aber das wird dann schlagartig mit Welle 6 oder so extrem scheiße schwer. Extrem scheuse. Ja. Ich glaube, da kann ich selbst dort nicht mehr stehen bleiben dann. Mach dich für die nächste Welle breit. Oje, 5, 4, 3, 2, 1, scheiße. Ah, das war nicht so gut von dir. Ihr regelt schon, ne? Ja, das Tolle ist, es wird dunkel. Das heißt, man kann die Gegner nicht mehr so gut sehen. Außer man hat Licht. Wenn wir den Überlebenskampf schaffen, dann werde ich mir erstmal ein MG zulegen. Sag mal, jetzt kommt aber Helikopter, wa? Oder? Nee, ich. Wobei, ich bin mir nicht sicher, aber. Ich glaube nicht. Ja, da stehe ich sehr oft. Helikopter müssen wir allgemein ziemlich schnell kaputt machen, weil die machen übelsten Schaden. Machen vor allem übelst schnell Schaden und übelst 4. Ich räume da hinten mal eben auf.